letztes Viertelfinalduell in der ersten Bank-Eishockey-Liga und damit recht herzlich willkommen zwischen der Partie Klagenfurt gegen Linz. Es ist ein Viertelfinale, wie es im Buche steht. Black Wings aus Linz in der Qualifikationsrunde auf Platz 2. Hier vor Snoimo und hinter dem Villacher SV. Am Ende durchgesetzt, qualifiziert und Klagenfurt als Viertplatzierter damit direkt in die Playoffs. Und es gab ja schon Playoff-Spiele in der ersten Bank-Eishockey-Liga. Bozen führte 3:0 gegen Snoimo. Salzburg führte 2:1 gegen die Villacher SV. Dann die Vienna Capitals ebenfalls 2:1 geführt gegen die Graz 99ers. Und Klagenfurt lag nach 3 Spielen sage und schreibe 0:3 zurück in dieser Playoff-Viertelfinalserie. Und man sprach davon, dass die Verpflichtung des Torhüters eine absolute Fehlentscheidung war. Das ist natürlich Strafzeit. Das ist natürlich ein bitteres Zeugnis für den Keeper. Lars Ogen, David Matlener und Jonas Enroth, die 3 Torhüter Schweden, Norwegen und Österreich, die Nationalitäten. Und auf Seiten von Linz Jeff Glass, David Kickert, Paul Mocher und Thomas Stroy. 3-mal Österreich, 1-mal Kanada. Das sind also die Torhüter, die bei den beiden jeweiligen Vereinen unter Vertrag stehen. Jetzt also erstmals Überzahlspiel für Klagenfurt. Und es war nicht einfach, eine Mannschaft rauszusuchen bei Linz Klagenfurt, denn beide wurden relativ häufig benannt. Am Ende habe ich mich dann persönlich für Linz entschieden, nachdem es wirklich ausgeglichen war, die Abstimmungen. Weil ich die blaue Farbe mag, ich mag auch das Logo. Und dementsprechend habe ich mich dann tatsächlich dazu entschieden, mit den Black Wings Linz zu spielen. Freue mich jetzt auch auf diese Serie. Und es geht ja übermorgen schon weiter. Wieder mit der Schweiz und mit Österreich. Aber hier kommt Linz erstmal ganz gut in Unterzahl immer wieder zum Zuge. Kosek. Und das ist Klagenfurt. Ja, eigentlich, wenn man es ganz grob nimmt, der Rekordmeister bei der österreichischen Liga. 31 Mal konnte man den Meistertitel holen. Und in diesem Jahr stand man tatsächlich in den realen Playoffs kurz vorm Ausscheiden. In der ersten Runde Jonas Enroth. Aber so ist es nun mal. So, 5:0 Schüsse. Klagenfurt noch nicht ganz bei sich. Trotz der Überzahlsituation machen das die Linzer wirklich hervorragend. Nehmen alle Energie aus der Offensive der Klagenfurter. Und der KAC bemüht, da jetzt ein wenig mehr Druck aufzubauen. Aber Jonas Enroth, der bekommt da richtig viel Arbeit. Der ja, 2006 an der 46. Position in die National Hockey League, gedraftet wurde, hat dann für Buffalo, Dallas, Los Angeles und die Toronto Maple Leafs unter anderem gespielt. Hat also jede Menge Erfahrung im Tor. Aber bei Klagenfurt jetzt, da wollte es zuletzt nicht wirklich. Und die nächste Gelegenheit und Jonas Enroth. Kam ja erst in diesem Jahr von Dynamo Minsk. Jonas Enroth. Auch Bullis geht bei den Linzern gut von der Hand. Lassen die Scheibe da gut laufen, aber Enroth, der macht entgegen in der Wirklichkeit hier wirklich ein hervorragendes Spiel. Auch schon jede Menge Erfolge und Auszeichnungen gefeiert. 2012 NHL All-Rookie-Team. Bronzemedaille U18 2005. Silbermedaille U20 2008. Bester Torhüter der Weltmeisterschaft 2013. Also man hat sich wirklich sehr viel versprochen von Jonas Enroth. Strong. Wunderpfund. Koch. Jetzt vielleicht mal
ein bisschen mehr Offensivgeist. Aber Schofield. Boah. 100 Pfund. Nicht gut gelöst bei den Linzern. Und wieder Koch. Jetzt mal Raum. Keine Abwehr mehr da. Klagenfurt hatte da alle Möglichkeiten. Man entschied sich für den Direktschuss. Aber Koch scheitert zweimal im Ansatz. Kann er nicht gut lösen. Duller. Und wieder geht's nach vorne. 2,5 Minuten noch in Durchgang 1. Nochmal der Querpass, der auch schon im Ansatz hängen bleibt. Und Duller. Auf Richter. Koch. Wenig Unterbrechungen. David springt schon gleich. Der erste Durchgang beendet. Koretzki. McNeil. Vielleicht noch eine Gelegenheit, die die Linzer jetzt auch nutzen. Und der war eiskalt verwandelt. Schöner Abschluss von Hunter Fayez. Der US-Amerikaner, der seit 2019 im Team der Black Wings Linz ist. Er kommt aus Anchorage, aus Alaska in den Vereinigten Staaten. 1994 geboren und hier bringt er tatsächlich Linz noch vor Ende des ersten Durchgangs in Führung. Da werden sie doch noch belohnt, die Linzer. Und wir gehen gleich rein in den Mittelabschnitt. 9:2 auch das Schussverhältnis. Das ist schon wirklich nicht von schlechten Eltern. Und jetzt muss Klagenfurt hier etwas mehr zeigen. 100 Pfund. Vorsichtig! Und da ist schon die erste gute Gelegenheit an den Pfosten. Glück für die Linzer. Altmann. Der spielt rüber, McNeil. Linzkader mit der guten Antwort, aber auch die geht meines Erachtens an den Pfosten. Wieder Koch, auffälliger Spieler beim KAC. 100 Pfund. Unterweger. Ah, gut dazwischen gegangen von Roach. Oh, der auf das Silva. Und er versucht, die Scheibe auf Schofield zu legen. Aber 100 Pfund hat er gut aufgepasst. Und die Passwege zugemacht. Nächste Schusschance am Tor vorbei. Fischer gegen Umicevic, Kozak, Petersen und Bischof Berger. Läuft ein bisschen mehr jetzt. Anfangs dieses Mittelabschnitts. Auch physisch sehr, ja, viel härter. Und dann aber Linz. Umicevic und Cumnić. Stört im allerletzten Augenblick. Riesenglück für den KAC. Die hier jetzt physisch und spielerisch wesentlich präsenter sind als noch in Durchgang 1. Und trotzdem kommt Linz wieder zum Abschluss. Florek versucht da die Scheibe entsprechend zu verteilen. Also es sieht schon sehr gut aus, was hier die Gäste aus Linz machen. Aber Jonas Enroth, ja, der kämpft und er fightet. Hält seine Mannschaft damit im Spiel. Und nach etwas mehr als der Hälfte der gespielten Partie weiterhin nur die knappe 1:0 Führung für Linz. Arand. Geier. Comrie. Sehr schön unter Druck gesetzt. Wieder in die andere Richtung. Skafal. Und wieder Geier. Mazka, der einzige defensive Haro. Und Tor. Das ist der Ausgleich. Und der war alles andere als unverdient. Richtig schön gespielt. Die Abwehr ausgehebelt. Und dann Manuel Geier. Sein Zwillingsbruder Stefan ebenfalls beim KAC unter Vertrag. Beide am 8. Januar 1988 geboren. Beide seit 2008 in Klagenfurt unter Vertrag. Und hier macht Manuel den Ausgleichstreffer
für den KC. Bissler. Konnten heute leider die Namen im Vorhinein nicht anschauen. Die Seite ist aktuell down. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich die Namen weitestgehend richtig ausspreche. Wenn nicht, bitte ich da natürlich um Nachsicht. Wieder schön dazwischen gegangen. Gutes Vorchecking, Christler. Geht als Sieger mit dem Puck hervor. Legt er eigentlich gut ab auf Fayez. Und Kraus. Wieder der KAC. Wieder die Gelegenheit. Strong! Und das Kräfteverhältnis, das scheint sich so ein bisschen jetzt zu verschieben auf Seiten des KAC. Umicevic. Und wieder einmal mehr Jonas Enroth. Der hält wirklich einen Schuss nach dem anderen fest. Florek gegen Kraus. Nominell zweite Reihe der Linsa gegen die vierte Angriffsreihe des KAC. Da ist der Bruder, Zwillingsbruder Stefan Geier. Nächste Gelegenheit und die Riesenchance. Das wär's gewesen, wenn Klagenfurt hier die Partie so schnell nochmal drehen kann. Und ich glaube, wir können hier richtig gespannt auf den Schlussabschnitt hoffen. Auch wenn die Schussstatistik 12:5 lautet. Klagenfurt ist einfach eiskalt. Mit den wenigen Chancen, die sie bislang hatten, momentan fast das Bestmögliche rausgeholt. Kurz vor Ende des Mittelabschnitts hätte das durchaus noch die 2:1 Führung werden können. Altmann. Wieder links. Wieder die Gelegenheit. Scheibe bekommt man nicht weg. Dann zurück an die Blaue zu Roach. Der probiert es gut abgefälscht. Und dann habe ich den falschen Spieler gekriegt. Und das ist bitter. Das ist richtig bitter. Aber einer, der richtig auffällig ist bei den Klagenfurtern, das ist Thomas Koch. Seit 2011 gehört er ins Team, davor beim EC Red Bull Salzburg unter Vertrag und bis 2004. Das ist das Interessante, hat er ebenfalls beim KAC unter Vertrag gestanden. Ist natürlich trotzdem immer wieder was Besonderes. Jetzt gilt es aber erstmal, diese Unterzahl auf Seiten des der Black Wings Linz zu überstehen. Und Jonas Enroth trägt weiterhin seinen Teil dazu bei. Klasse Paraden, die er hier virtuell an den Tag legt. Und Rutkowski! Comrie. Nächste Schusschance. Sehr schön, Neil Florek. Und jetzt wieder etwas Zeit gewinnen. Nur noch wenige Sekunden, dann Linz wieder komplett. In diesem Augenblick der fünfte Feldspieler wieder zurück von der Strafbank und damit die Linzer wieder vollzählig. McNeil. Und es sind noch etwas mehr als 14 Minuten. Oh, Klagenfurt! Eiskalt! Und wahnsinnig gut gespielt. Bei Überzahl hat es nicht geklappt. Dann aber Matthew Neal. Bei 5 gegen 5. Und der tut richtig, richtig weh. Und das bedeutet die Führung für Klagenfurt. Matthew Neal, der Kanadier aus Minesing, Ontario, Kanada, macht also den Führungstreffer für Klagenfurt. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Diese Änderung der Kräfteverhältnisse, dass man schon im zweiten Abschnitt wirklich beobachten konnte. Das macht sich jetzt bezahlt. Und Klagenfurt wird also mit dem zweiten Treffer heute belohnt. Aber Schofield wittert da Gelegenheit zum Ausgleich. Aber wieder starker Jonas Enroth und das bedeutet wieder Unterzahl. Natürlich doppelt bitter. Es ist jetzt nicht einfacher für Linz. Wieder Penalty Killing.
Und wie kann man diesen starken Jonas Enroth am Ende überwinden? Das wird und das ist die große Frage bei den Gästen aus Linz. 10 Minuten noch. Vielleicht jetzt die Chance sogar in Unterzahl. Enroth und Tor. McNeil. Manchmal liegt die Antwort so nah. Und da macht Mark McNeil einfach mal den Ausgleichstreffer in Unterzahl. 2011 an 18. Position bereits vorne Chicago Blackhawks gedraftet. Eine Partie hat er gemacht, 2015, 2016. Und aber sonst in der American Hockey League für die Rockford Icehawks. Die Texas Stars gespielt und eine Partie in der National Hockey League sogar noch für die Dallas Stars ein paar Jahre später absolviert. Hier also umso wichtiger McNeil, der in Unterzahl die Linzer zurückbringt. Und auch hier wird es wieder gefährlich. Also jetzt bekommen wir wahrscheinlich noch ein hochkarätiges Eishockeyspiel. Es war die ganze Zeit nicht schlecht, aber jetzt hier beim 2:2 Powerplay Klagenfurt. Linz macht in Unterzahl den Ausgleich. Das schmerzt natürlich auf Seiten der Klagenfurter. Und Jonas Enroth jetzt natürlich umso mehr gefragt. Wieder Klagenfurt. Linz wieder komplett. Bischofberger. Da hoffte man anhand dieses Überzahlspiels, dass man hier vielleicht noch einen weiteren Treffer erzielen kann. Und muss dann in Unterzahl, wohlgemerkt, den eigenen Gegentreffer hinnehmen. Das tut besonders weh. Livik. Vorsicht, nächste Gelegenheit. Klagenfurt lässt nicht locker. 5 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Achtung, Achtung, gefährlich. Und wenn der richtig gezirkelt kommt, dann ist der auch sehr schwer zu halten für den Keeper der Linzer. Noch 3:10. Wieder Klagenfurt. Levick bringt die Scheibe. 100 Pfund wird da vom Puck getrennt. Aber hier ist es halt einfach, man zieht nicht genug nach. Rutkowski. Auf McNeil, der die Scheibe wieder scharf reinbringt. Es bleibt weiterhin spannend. Letzte Minute läuft. 2:2. Und es ist wirklich ein schönes Eishockeyspiel, muss man wirklich sagen. Gut nachgesetzt von Klagenfurt. Wer hätte es gedacht? Wieder einmal die CPU des Gegners, die da siegreich aus diesem Zweikampf geht. Da Silva. Und es kostet natürlich jede Menge Kraft. Man sieht, die Angriffsreihen sind totally platt. Deshalb jetzt auch die nominell 4. Reihe auf dem Eis. Die hat noch ein bisschen Puste. Aber auch hier unfassbar harter Check. Und das bietet Kozak die Gelegenheit. Aber man lässt sie ungenutzt. Christler. Und wieder der Check. Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Richtig viel Härte jetzt in dieser Partie. Klagenfurt kommt nochmal mit allem, was man hat. Aber es geht schlussendlich in die Overtime. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und man erinnert sich vielleicht an die Ebel-Saison 2002, 2003 zurück. Dem Meisterjahr der Linzer. Mit Pavel Nestjak und Michael Mayer im Tor. Robert Lukas, Jan Krulis, Sven Klimbacher, Peter Klüchniger, Thomas Pfeffer, Mario Berger, Reed Simonton und so weiter. Im Meisterkader und Trainer war damals Dr. Stanislav Varda. Sicherlich einer der besten Seasons, die Linz gespielt hat. Fischer. Jetzt also Overtime. Sudden Death, wie man es im Eishockey früher nannte. Und wie es natürlich auch immer noch ist. Ein Tor entscheidet über Sieg. Und entscheidet über Niederlage. Strafzeit gegen Klagenfurt. Und Linz zuletzt 2012. Österreichischer Meister. Und jetzt also in Überzahl.
Man kann jetzt alles klar machen. Mit nur einem platzierten Schuss, eine gute Gelegenheit und einem Treffer, der das Netz erbeben lässt. Und die Geschichte in Spiel 1 ist damit geschrieben. Wieder Linz. Wieder die Gelegenheit. Man drückt und spielt und Tor Florek. Und man lässt nichts anbringen, Justin Florek. Der von 2017 bis 2019 für die Iserlohn Roosters aufs Eis gegangen ist. Erzielt den spielentscheidenden Treffer zum 3:2 nach Overtime. Für die Black Wings Linz. Und das bedeutet Serienführung für die Gäste aus Linz. Wunderbar herausgespielt. Und am Ende wirklich verdient McNeil, Geier und Florek, die drei Stars. Und wir gucken auf die Übersicht. Nachdem alle Mannschaften die erste Partie gespielt haben. Und da werden wir sehen, das sind spannende Playoffs. Nächstes Mal geht es weiter mit den Foxes gegen Orlis Neumo. Die führen mit 1:0. Dann ebenfalls führt der Villacher SV gegen Red Bull Salzburg. Die Spusu Capitals, Vienna Capitals liegen mit 0:1 zurück gegen die Graz 99ers. Und Linz gerade gesehen mit der Führung gegen Klagenfurt. Also die Playoffs damit auch in der ersten Back-Eishockey-Liga voll im Gange. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über Daumen sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.